Hallo ihr Lieben, heute gibt es einen kleinen Vlog von mir und zwar anstatt einfach nur ein Currently Reading zu drehen, wie ich es bisher gemacht habe, dachte ich, ich nehme euch in einem Currently Reading Vlog einfach ein paar Tage mit und zeige euch, was ich aktuell lese. Genau, das ist eigentlich auch schon das Intro dazu und jetzt geht's los. Und hier haben wir auch schon eine kleine Übersicht über das, was ich gelesen habe und derzeit lese. Und zwar ist es einmal Juli 10 Nullzeit, das habe ich auch heute beendet. Es war eine Empfehlung einer ganz, ganz lieben Freundin und vor ungefähr einem halben Jahr oder länger, ein bisschen länger, habe ich von Juli C. Neuer gelesen. Und was mich einfach fasziniert hat, war die Art und Weise, wie Juli C. menschliche Abgründe beschreibt und Belastungen und Traumata, mit denen die Menschen versuchen umzugehen und wie diese verarbeitet werden. Und deshalb dachte ich, probiere ich es mit einem nächsten Buch. Und da ich noch nicht bereit bin, die richtig, richtig dicken Schinken von ihr zu lesen, bin ich bei Nullzeit hängen geblieben, laut Empfehlung meiner Freundin, und habe es jetzt beendet. Es war auch sehr, sehr schnell, habe es diese Woche erst angefangen. Und ja, es war wieder so, wie ich es erwartet hatte, Menschen mit jeder Menge Problemen und sehr fragwürdigen Charakteren. In Nullzeit geht es um Sven, Jola und Theo. Jola und Theo kommen auf die Insel, auf der Sven als Tauchlehrer lebt und diese auch anbietet, also seine Fähigkeiten als Tauchlehrer auch anbietet. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, eine Betreuung bei ihm, so ein bisschen Tourismus bei ihm zu buchen, sodass er sie auf der Insel herumführt, neue Tauchspots zeigt. Alles Mögliche gehört dazu und Jola und Theo haben sich eben entschieden, auch bei ihm zu buchen für 14 Tage, wenn ich mich nicht irre. Und ja, doch was Sven nicht erwartet hatte, waren die Geschehnisse, die nach der Ankunft aufeinander folgen. Und auch ich war lange Zeit relativ verwirrt. Was heißt lange Zeit? Das Buch ist nicht sehr dick, es hat ungefähr 250 Seiten. Und das letzte Drittel wusste ich ungefähr, auf was es hinauslaufen wird. Das hat sich auch immer wieder angekündigt und das ist nicht unbedingt subtil. Aber ich war wieder begeistert, wie krass die Charaktere sind. Ich mochte niemanden so wirklich. Aber das hat mich nicht vom Lesen abgehalten, denn ich wollte unbedingt wissen, wie diese Verwirrtheit, die mir einige Passagen so bei mir ausgelöst haben, bedeutet hat. Und ich habe es herausgefunden und bin jetzt damit durch. Mehr dazu werdet ihr dann im Lesemonat erfahren. Dann lese ich gerade auch noch die Illuminae-Akten Band 2. Band 1 habe ich beendet. Das ging auch ruckzuck, wie erwartet, und es war wieder großartig. Diese Reihe ist, was Science Fiction angeht, okay, ich habe nicht viel Science Fiction Erfahrung, aber für meine Verhältnisse und für meine Entwartung oder meine Entwartung entsprechend ist das groß, groß, großartig. Wirklich unfassbar gut und spannend und Und deshalb habe ich auch direkt mit Band 2 weitergemacht, mit den Illuminae-Akten Band 2. Und bin da auch schon auf Seite 143. Habe jetzt aber schon 2 Tage nicht weitergelesen, weil ich in Nullzeit noch viel gelesen hatte. Und in den Illuminae-Akten, ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt nochmal erzählen sollte, aber da geht es eben um mehrere Vorfälle, die aktenkundlich natürlich hier aufgenommen wurden, mit allen möglichen Nachweisen, mit Gesprächsprotokollen, mit Chats, mit Videoprotokollen, dann Daten aus den Systemen, alles, was man wissen will, auch Tagebucheinträge und ja. Und diese Vorkommnisse werden hier beschrieben, nämlich einmal in Buch 1, der Überfall auf dem Planeten Carenza war es, glaube ich, und die Flucht der letzten Überlebenden dieses Planeten oder vieler Überlebender dieses Planeten, und ein Schlachtkreuzer, die Lincoln,
verfolgt sie. Ja, und es gibt jede Menge Probleme. Wir erfahren das hauptsächlich aus der Sicht zweier Protagonisten, nämlich Ezra und Katie, die sich am Tag des Überfalls auf ihren Planeten getrennt hatten und auch auf zwei verschiedenen Raumschiffen fliehen. Und ja, sie kommunizieren über Chats miteinander. Und durch sie und über andere Protokolle erfahren wir, was alles passiert ist, was gerade passiert und welche Probleme und Herausforderungen sie wahrscheinlich noch zu bewältigen haben. In Band 2 geht es dann um die Raumstation Heimdall, um die Sprungstation Heimdall. Und hier begleiten wir Hannah und Nick. Sie ist die Tochter des Kommandanten der Station Heimdall und er, Nick Malikov, ist der Neffe des Hauses, des Gangsterbosses, des ja, alias Mafia-Bosses, des Hauses der Messer. Und davon befinden sich einige auf der Raumstation, um ihren ja, ominösen Geschäften nachzukommen. Und ja, und sie sind live dabei, als sich in Heimdall auch ein Überfall ereignet und sie durch Zufall ja, nicht am Ort des Geschehens sind und im Raumschiff versuchen herauszufinden, was gerade passiert ist, was mit ihren Verwandten, mit den Menschen, die sie lieben, mit ihren Freunden passiert ist. Heftig. Und hier sind wunderschöne und großartige Tagebucheinträge drin. Also ich kann den ganzen Tag eigentlich nur von diesen Büchern schwärmen. Dann ein Buch, was ich heute angefangen habe, da ich nun mit Nullzeit fertig bin, ist das lang ersehnte Buch Rebellion von Jennifer Armentrout. Ich sehe es an und denke nur, das wird so toll, das wird so großartig. Und nun bin ich auch schon auf Seite 23 und liebe es. Ich liebe Evie, ich liebe Luke. Es ging wieder mit einem Knall los. Und ja, und es knüpft sozusagen nahtlos da an, wo Band 1 aufgehört hat. Die Ereignisse aus Band 1 sind gerade erst knapp 24 Stunden her. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Es ist wieder so, so cool und es wird so genial. Und ein Buch, was ich auch noch lesen möchte die Tage, ist Dear Evan Hansen. Und da geht es um den 17-jährigen Evan Hansen, der durch einen verrückten Zufall in Kontakt mit der trauernden Familie eines verstorbenen Mitschülers kommt. Und es eröffnet sich durch diesen Kontakt eine überraschende Chance, nämlich endlich einmal dazuzugehören. Alles, was er dafür tun muss, ist eine Lüge aufrechtzuerhalten, die er nie erzählt hat. Nämlich, dass der ständig in Schwierigkeiten steckende Connor Murphy insgeheim sein bester Freund gewesen sei. Und ja, das gibt es als Musical und ich bin gespannt, das nun in Buchform zu lesen. Ja, mal schauen, wann ich das beginne. Ihr werdet live dabei sein, wenn ich mich dafür entscheide, darin zu lesen. Und genau, das erstmal dazu und ich melde mich später nochmal. Leute, ich habe gerade weiter in Rebellion gelesen. Ich bin jetzt bei Kapitel 5, wenn ich das richtig sehe. Und einer meiner allerliebsten Charaktere ist gerade aufgetaucht und hat ein Gespräch mit Evie geführt. Und ich dachte nur so, da hat er einiges erzählt, was jetzt so in seinem Leben los ist. Und diese Neuigkeiten sind so großartig. Und falls ihr nicht wisst, von wem ich rede, es ist Demon Black. Ich freue mich so riesig. Ich war die ganze Zeit in dem Kapitel nur am Grinsen. Vollkommen egal, was er erzählt hat. Und ja, die Neuigkeiten, die er erzählt hat, sind... Da klopft das Herz ganz doll. Und ich bin schon mega gespannt, wie es weitergeht. Ich mache gleich los, denn wir wollen ins Kino. Wir schauen uns Jumanji Teil 2 an. Teil 1 hat mir super gefallen. Ich dachte schon, also ich habe das Gefühl, dass in Kinofilmen, und darüber habe ich auch schon häufiger mit Freunden gesprochen, alte Sachen einfach nur neu aufgelegt werden. Und Jumanji ist einer dieser Filme, denn es gab ja diese alten Filme mit Robin Williams, also dieses Spiel, das sehr gefährlich wird und man kann dieses Spiel auch nicht aufhören zu spielen. Und die Aufgaben und die Dinge, die darin passieren, ja, haben direkt Einfluss auf die Mitspieler
Und in der neuen Version sind es Jugendliche, die ins Spiel hineingesogen werden. Also das Spiel ist ein Computerspiel bzw. ein digitales Spiel geworden. Und es ist einfach so witzig. Ich mag den Humor und ja, deshalb müssen wir uns Teil 2 anschauen. Ich würde schon Band 2 sagen. Und deshalb geht es in 5 Minuten los zur Bahn und ich treffe mich dann noch mit einer ganz lieben Freundin in der Stadt. Genau. Und deshalb mache ich jetzt erstmal Schluss. So, ihr Lieben, und das nächste Status-Update steht an. Denn es ist ja dieser Currently Reading-Vlog, / ein bisschen was von allem. Ja, erstmal zu den Büchern, die ich aktuell lese. Zunächst Gemina von Amy Kaufman und Jane Kristoff. Ich bin mittlerweile auf Seite 171 und es ist wie immer genial. Ich liebe es einfach. Es ist so ein großartiges Buch, so eine großartige Reihe und ja, das Buch möchte ich unbedingt noch in den nächsten Tagen beenden. Ich hoffe, dass ich dazu dann nochmal Zeit habe. Ich hoffe, dass ich heute noch ein kleines Stück komme. Aber dadurch, dass ich es kenne, ist das jetzt gerade nicht mein Hauptfokus, denn mein Hauptfokus liegt gerade eindeutig bei Rebellion von Jennifer Armentrout. Und ich liebe es. Ich liebe jede einzelne Seite von diesem Buch. Ja, also die Lux-Reihe ist für mich sowieso göttlich aus ihrer Hand. Und das, was sie auch in dieser Reihe wieder bringt und dann kommen meine allerliebsten Protagonisten vor und Luke ist so ein genialer Typ geworden. Die Entwicklungen, die hier vonstatten gehen, sind teilweise extrem erschreckend, weil sie einfach Parallelen haben, die man auch in unserer heutigen Welt finden kann. Besonders wenn wir auf den Umgang mit anderen Menschen schauen. Und das ist zum Teil wirklich erschreckend und man erkennt hier viel wieder. Also Jennifer Armentrout hat sich in vielen Aspekten nicht unbedingt der Fantasie bedient, sondern hat einfach das genommen, was sie sowieso schon in der Welt vorfindet. Und das ist echt erschreckend. Ansonsten, ja, ich bin fleißig am Markieren. Das sind meine allerliebsten, süßesten Evie- und Luke-Momente. Dazu kommen dann halt noch ein paar Momente, in denen jemand auftaucht, den ich ganz besonders toll finde. Ich finde es einfach. Und ja. Und dann wollte ich natürlich heute meine erste Sternchenaufgabe lösen. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe hier so ein kleines Gläschen gemacht mit kleinen gefalteten Sternchen. Habe die erste Aufgabe gesehen und dachte mir so, das lese ich doch gerade. Denn die erste Aufgabe lautet, dass ich ein Monats- bzw. Jahreshighlight einer meiner liebsten Booktuberinnen schaue. Und das ist Rebellion. Na gut, also ich muss auch sagen, ich habe es mir da sehr einfach gemacht. Ich werde nochmal schauen, dass ich in diese, zum Glück gibt es aktuell ganz, ganz viele Jahreshighlights-Videos, dass ich mir noch eines dieser Bücher raussuche, um es dann noch zu lesen, hoffentlich in diesem Monat. Deshalb, aber würde ich schummeln wollen, was ich eigentlich wollte, aber wenn ich so drüber nachdenke, nee, weil es ist, der Monat ist noch jung, zumindest haben wir noch ein bisschen Zeit und und deshalb will ich jetzt nicht unbedingt Rebellion nehmen, aber falls ich es doch nicht mehr schaffe, das andere Buch zu lesen, dann werde ich Rebellion dafür nehmen, denn A Code of Wanting Books, die ganz, ganz liebe Sarah, hat von diesem Buch so geschwärmt und es war in ihrer Jahreshighlights-Liste. Und deshalb wird es wahrscheinlich auch da auftauchen, wenn ich nichts anderes finde. Genau. Ach ja, und zum Kinofilm. Wir waren ja im Kino und haben uns Jumanji Next Level, also den zweiten Teil, angesehen. Und ich muss sagen, ich fand ihn wieder urkomisch. Viele denken ja oder sagen darüber, ja, das ist ja auch nur wieder eine Neuauflage der alten Kultfilme und es ist nicht so wie bei anderen Filmen. Ich finde es dennoch innovativ, ich finde es wahnsinnig toll, was sie aus der Idee Jumanji und diesem Spiel gemacht haben und das auf eine so witzige Weise. Also ich
ich war oft hart am Lachen. Und ja, es ist so ein toller Film und ich kann ihn nur empfehlen, wer diesen Schlagabtausch zwischen The Rock und Kevin Hart schon im ersten Teil mochte, der wird es auch im zweiten lieben, wie die beiden sich angehen. Und insgesamt die Geschichtsentwicklung ist sehr, sehr cool und witzig. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist eine absolute Empfehlung, wer auf witzige Abenteuerfilme steht, die auch rein optisch und was die Special Effects angeht, richtig was hermachen. Genau. Hallo ihr Lieben. Komische Location. Ich bin gerade im Bad, weil mein Freund MacGyver schaut in der Wohnstube, im Wohnzimmer. Und deshalb bin ich jetzt im Bad, denn ich wollte euch natürlich noch mein finales Update geben, beziehungsweise mein Update vor dem finalen Update des Currently Readings. Ich bin jetzt so gut wie durch mit Rebellion von Jennifer Armstrong, also dem Spin-off von der Obsidian-Reihe. Und ich bin absolut geflasht. Es ist so gut. Ich konnte teilweise gar nicht aufhören zu lesen. Als ich in der Bahn gelesen habe, musste ich zum Ausgang ja schon halb rennen, weil ich die Haltestelle fast verpasst hätte. Und es passiert mir wirklich sehr, sehr selten, dass ich komplett vergesse, wo ich mich befinde, welche Zeit ist, wann ich aussteigen muss. Das passiert mir wirklich so gut wie nie. Und das spricht eindeutig für dieses Buch. Ich habe mein Herz absolut in diese Reihe verloren. Es ist mit Abstand eine meiner liebsten Herzensreihen geworden, neben Twilight, neben Eragon. Und ja, ich bin einfach absolut... Ah. Und jetzt in den nächsten, ich schätze mal, ich brauche noch so 20 Minuten, werde ich die finalen 15, 20 Seiten lesen. Und ich bin schon sowas von gespannt und aufgeregt, weil es ist dann schon wieder zu Ende. Aber es gibt ja ein anderes Spin-off, ein weiteres Spin-off zu einem Arum, und zwar Hunter. Und das kommt jetzt auch Ende Januar heraus. Und ich habe schon gesehen als E-Book, dass man es sich auch auf der NetGalley-Seite wünschen kann, beziehungsweise anfragen kann. Und diese Anfrage habe ich mal gestellt und ich hoffe, dass ich vielleicht die Möglichkeit bekomme, dieses tolle Buch zu lesen, weil es gehört einfach zu einer meiner liebsten Welten. Und ansonsten habe ich echt nichts anderes gelesen. Ich bin so auf Rebellion fokussiert, dass dir, Evan Hansen, und auch gerade Gemina, weil ich es einfach schon kenne, gerade keine Chance dagegen haben. Ja, und ich werde jetzt weiterlesen. Aber ich bin so aufgeregt. Und dann ist das Buch schon wieder vorbei. Ja, und melde mich dann zur finalen Besprechung nochmal kurz. Es kommt zum finalen Leseupdate. Rebellion hat sich auf meine Jahreshighlight-Liste katapultiert, schon jetzt. Also erstmal ist es das Monatshighlight. Und meine Stimme klingt ganz kratzig. Und wow. Was soll ich dazu sagen? Jede Seite war ein Genuss. Diese Reihe hat, Rebellion hat gerade wieder das Bedürfnis in mir aufblitzen lassen, alles nochmal zu lesen. Ich würde jetzt am liebsten direkt mit Obsidian Band 1 anfangen und gleich nochmal von Anfang durchziehen.
Ja, also die Spin-off-Reihe ist mindestens genauso gut wie die Originalreihe, außer dass mein Herz zuerst Demon und Katie gehört hat. Aber jetzt gehört es natürlich auch Luke und Evie. Das ist einfach so heftig, was passiert. Okay, das Ende, präziser gesagt, die letzten beiden Sätze, das wusste ich irgendwie intuitiv, dass das so ist. Aber alles andere war doch schon sehr überraschend und ja, es ist einfach mega faszinierend, dass man die Welt sieht, nachdem die Originalreihe beendet ist und merkt, welche Auswirkungen verschiedene Ereignisse hatten. Es ist auch wahnsinnig interessant gewesen zu erfahren, dass man einige Protagonisten eben auch schon aus der Originalreihe mal am Rande erwähnt hat und ganz kurz gesehen hat. Und das fand ich toll und das würde ich am liebsten nachlesen, jetzt sofort, um das nochmal aufzufrischen, wo sie aufgetaucht sind. Aber auf jeden Fall ein riesengroßes Vergnügen, dieses Buch zu lesen. Ich hing wirklich an jeder Seite. Ich hätte gern alles markiert, aber ich habe mich versucht, soweit, nicht komplett zu übertreiben bei diesen Sachen. Und als dann Diesel fiel, der Name Diesel, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr Rebellion gelesen habt. Ich war vollkommen am Ausrasten. Ich habe mich so kaputt gelacht über diese Stelle. Es war einfach so süß. So süß. Wirklich. Und auch die T-Shirt-Sprüche von Luke. Und es ist einfach... Jennifer Armstrong hat sich mit diesen Reihen, mit Obsidian und jetzt mit der Origin-Reihe wahrscheinlich, absolut in mein Herz gespielt. Dämonentochter ist das nächste. Ich muss Dämonentochter lesen, bis dann das nächste Buch rauskommt. Aber ich habe auch gesehen, dass jetzt auch noch dieses Arum-Spin-Off rausgekommen ist. Also kommt raus. Und da muss ich unbedingt mich drum kümmern, dass ich dieses Buch bekomme. Und am besten auch physisch, weil ich das gerne alles schön zusammen habe. Ja, ich werde mich auf jeden Fall darum bemühen, dass ich alles zusammen habe und mein kleines Obsidian-Regal komplett komplettieren kann. Genau. Dann habe ich es aber tatsächlich auch geschafft, mal etwas anderes anzufangen zu lesen. Und das ist Dear Evan Hansen. Und von diesem Buch bin ich her, also ich bin noch nicht weit, ich bin erst auf Seite 33. Aber mir gefällt der Schreibstil total. Ich mag auch Evans Sicht der Dinge. Er hat ein Problem und zwar ist er deshalb auch in Therapie. Es ist für ihn ganz schwer, auf andere Menschen zuzugehen, überhaupt mit anderen Menschen zusammen zu sein. Er weiß dann immer nicht, was er machen soll und zieht sich lieber zurück. Er versteckt sich lieber vor der Welt. Und ja, und seine Gedanken dazu, auch wie seine Mom ihn versucht, eben durch Horoskopsprüche dazu zu motivieren, aus sich herauszukommen, etwas Neues auszuprobieren, ist so witzig und teilweise auch, ja, es ist wirklich schwierig, wenn man dieses Problem hat. Und ja, ich folge ihm bisher sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, wann es hier dann losgeht mit dem, was der Klappentext verspricht. Aber ich glaube, Dear Evan Hansen wird auch richtig, richtig gut. Es erinnert mich so ein bisschen an John Green. Und John Green liebe ich. Ich liebe John Green über alles. Und ich mag Charaktere, die besonders sind. Und bei Evan habe ich absolut das Gefühl, dass er ein besonderer Protagonist ist, dem ich so gerne folge, seine Herausforderungen teile und ja, mit begleite, wie er an sich selbst wächst. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ja, aber da, wie gesagt, ich bin noch nicht sehr weit. Genau. Und jetzt so zum Abschluss habe ich sehr, sehr viel gelesen in den paar Tagen. Schon alleine an Rebellion, das war ja ein Rutsch. Bin aber auch hauptsächlich nur an Rebellion dran geblieben, weil ich
alles wissen musste. Ich musste wissen, was auf der nächsten Seite passiert. Und ja, ich hoffe, dass ich da noch ein bisschen was schaffe. Und das war es auch schon mit meinem kleinen Currently Reading Vlog. Oh Gott, ein ganz, ganz schweres Wort. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, einen kleinen Einblick zu bekommen, was ich die letzten Tage gelesen habe. Ja, tatsächlich ein Buch beendet, Rebellion, ein neues angefangen. Und ich bin auch, damit ich es nicht vergesse, in Gemina bin ich auch schon ziemlich weit. Ich glaube auf Seite 290 noch irgendwas. Und ja, also es war sehr erfolgreiches Lesen die letzten Tage. Und jetzt funktioniert auch wieder alles, was Rechner und PC angeht, sodass ich auch wieder ein Video hochladen kann. Und das wird genau dieses Video sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!